es gibt wieder eine Ausmist-Challenge. Weniger ist mehr. Christine Neder lebt bewusst minimalistisch und teilt ihre Lebens- und Aufräumtipps in den sozialen Medien. Das muss jeder für sich selber natürlich definieren, warum er weniger besitzen möchte. Für mich ist es einfach so, ich spare Zeit, ich habe mehr Klarheit, ich gebe weniger Geld aus, ich kann Entscheidungen einfacher treffen. Dieser Mann war schon Minimalist, bevor es zum Trend wurde. Friedmund Sonnemann verzichtet auf Heizung, Strom und Wasseranschluss. Dabei geht es ihm vor allem um ein Leben mit und in der Natur. Das Leben ist nicht dazu da, dass man sich's möglichst leicht macht. Das Leben ist dazu da, dass man es meistert. Und es macht Spaß, das Leben zu meistern. Seit über 30 Jahren lebt er in einer Lehmhütte im Wald. Aber wie lange kann Friedmund die moderne Welt von sich fernhalten? Ein Neuanfang in Portugal. Christine Neder krempelt mit ihrer Familie den Alltag um. So, Almi, das ist unsere Ausmisttasche. Und immer, wenn du irgendwas nicht mehr brauchst, dann können wir das da reintun, ne? Und irgendwann können wir mal gucken, ob wir das verschenken oder verkaufen können. Ja oder nein? Nein. Das heißt nein? Behalten? Nee. Kann weg? Das kann weg? Ja. Dann kann es in die Tasche. Bitte schön. Das in die Tasche rein? In die Tasche rein. So Philipp, hier musst du auch gar nicht aussortieren. Ja. Aufräumen, ausmisten. Bei Christine ist das inzwischen zur Routine geworden, bei der alle mitmachen. Auch Tochter Alma. Will ich. Alles, was die Familie nicht mehr braucht, alles, was Energie oder Zeit raubt, wird regelmäßig in Frage gestellt und landet in der Ausmisttasche. Oft ist es so, man hat es in der Hand und weiß nicht, oh, eigentlich brauche ich es nicht, aber wohin damit? Dann stellt man es zurück und dann bleibt es für immer da. Und so kann es in die Tasche und wenn die voll ist, beschäftige ich mich damit, wohin mit dem Zeug. Minimalismus kann viel bedeuten. Für immer mehr Menschen heißt es, Besitz reduzieren und das Glück im Einfachen suchen. Ah, wie schön, hä? Christine Neder hat vor 3 Jahren ihre Zelte in Berlin abgebrochen und ist mit ihrer Familie an die Algarve ausgewandert. Ja, schau mal, da können wir uns hinsetzen dann an deinen Ort, ja? Ein bewusster Neuanfang. Cool. Mit weniger Ballast. Sehr schön. Ich glaube, wenn man anfängt, Dinge loszulassen, dann merkt man, was für eine Befreiung das ist und was für Vorteile man hat. Und dann möchte man auch immer weitergehen. Und ja, hier habe ich wirklich noch mal geguckt, jetzt habe ich keine Gegenstände mehr. Was will ich denn vielleicht auch innerlich noch aufräumen bei mir? Wer hat zwei? Familienpicknick am Atlantik. Ihr Auswandereralltag wirkt auf den ersten Blick wie ein Dauerurlaub. Doch Christine und ihrem Partner Martin geht es um mehr. Denn die Versuchungen der Konsumgesellschaft sind hier weit weg. Und der Alltag fühlt sich leichter an. Ich bin irgendwie minimalistisch geboren, würde ich sagen. Also ich bin da aufgewachsen und habe schon immer die Kleider von meinen beiden älteren Geschwistern getragen, habe deren Fahrrad genutzt und wir haben nie viel neue Sachen gekauft. Deswegen ist es für mich eigentlich grundsätzlich schon immer ein minimalistischer Lebensstil und ich habe es nie geändert. Ihr neues Zuhause in Portugal. Ein bewusstes Gegenkonzept zu ihrem alten Leben in Berlin. Statt 120 Quadratmeter Altbau, nun ein kleiner Bungalow im Aussteigerdorf. Wohnküche, Schlafzimmer, Gästezimmer. Das muss reichen. Schon der Umzug eine Challenge, die Christine auf Social Media teilt. 17er Tag, 17 Teile und schweren Herzens trenne ich mich von unserer wunderschönen IKEA-Pflanze, die wirklich sehr lange überlebt hat. 30 Tage lang mistet Christine die Wohnung aus. Jeden Tag ein Teil mehr. Oh Gott. Brustwarzenaufkleber. Sterne und Herzen. Kein weiteres Kommentar dazu. Ach, ist ein Blitz. Das war eigentlich so ein radikaler Cut, nochmal zu sagen, okay, wir ziehen um und wir nehmen nur weniger Dinge mit und wir können auch nur weniger Dinge mitnehmen, weil wir hier einfach nicht mehr den Platz haben wie in Berlin.
Ich hab's geschafft. 465 Teile habe ich ausgemistet. Es war wirklich eine Befreiung, weil ich war da wirklich in der guten Stimmung, um Dinge loszulassen. Und da konnte ich mich wirklich von ganz viel Schwachsinn und auch technischen Geräten, Dinge, die man halt ewig nicht mehr gebraucht haben, trennen. Der Hunsrück im Südwesten Deutschlands. Hier hat sich ein Mann für einen anderen Minimalismus entschieden. Seit 34 Jahren verzichtet Friedmund Sonnemann auf Strom, Smartphone und fließendes Wasser. Sein Trinkwasser holt er sich jeden Tag aus einer Quelle im Wald. Ich bin in der Stadt aufgewachsen und kann so leben, aber ich möchte es nicht mehr. Das ist eine Entfremdung von dem, was eigentlich dem Menschen zuträglich ist. Diese ganzen Dinge des modernen Lebens, die mögen das Leben bequemer machen, aber die sind nicht das, was unserem Daseinszweck auf Erden entspricht. Ich habe ein ganz klares inneres Wissen gehabt. Ich will im Wald als Teil der Natur leben. Alles andere kam für mich nicht in Frage. Es war keine Flucht, hierher zu kommen. Hauptsächlich war nicht das Weg von etwas, sondern das Hin zu etwas. Zu der Lebensweise, die ich schon immer leben wollte. Schon als Jugendlicher in Köln spürt Friedmund, dass er ein anderes Leben führen will. Vielleicht weniger Komfort, dafür mehr Freiheit in der Natur. Vor allen Dingen habe ich das fremdbestimmte Leben hinter mir gelassen. Dann habe ich hinter mir gelassen, in einer künstlichen Umgebung zu leben, die nicht dem eigentlich Menschlichen entspricht. Und ich habe auch hinter mir gelassen, ständig von Menschen umgeben zu sein, die mir nicht gut tun, die ich mir nicht ausgesucht habe. In einem Waldstück im Hunsrück findet Friedmund den passenden Ort für seinen Neuanfang. Er ist Anfang 20, als er die sogenannte Königsfarm übernimmt. Das Gelände, damals ein verlassener Bauernhof mitten im Wald. Als erstes baut sich Friedmund ein Haus aus Lehm und Stroh. Egal, was er tut, Friedmund arbeitet am liebsten mit den Händen. Die Ölsamen für sein Frühstück quetscht er selbst mit einer Presse. Das ist für mich Leben. Die Sachen selber machen und nicht alles mit diesen neumodischen Zaubermitteln machen. Und für mich ist es eine hohe Lebensqualität, keinen Strom zu haben, weil woanders, da drückt man dann auf den Knopf und der Tag wird länger. Ein Alltag ohne Steckdose, Lichtschalter und Heizung. Friedmund empfindet das nicht als Entbehrung. Anstrengend ist es mit Sicherheit, aber ich bin nicht auf der Erde, um mich bequem zurückzulegen. Ich bin hier, um mich mit meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten optimal einzubringen. Christine hat ihr Leben mit weniger Dingen zum Beruf gemacht. Sich selbst beschreibt sie als Life Coach rund um die Themen Minimalismus und Nachhaltigkeit. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder meinen Kanal gefunden habt und es gibt wieder eine Ausmist-Challenge. Okay. In ihrem neuen Video dreht sich alles um den Kleiderschrank. Wie mistet man den effektiv aus? Heute schauen wir uns die Jeanshosen an. Und der erste Schritt ist, erstmal alle auf einen Haufen und zu gucken, welche sind kaputt oder welche passen nicht mehr. Ihre Strategie? Die Dinge sichtbar machen und dann loslassen. Kleiner Funfact, ich habe dreimal die gleiche, weil ich mir jahrelang immer wieder die gleiche Jeanshose gekauft habe. Und eine ist leider kaputt, da bin ich hingefallen mal.
Und ich glaube, von der werde ich mich verabschieden. Ausmisten und den Besitzstand auf das Wesentliche reduzieren. Für Christine nur der Anfang. Durch das Loslassen von Gegenständen will sie sich auch innerlich neu sortieren. This is the first day of my life. Minimalismus macht was mit den Menschen. Die fangen erst an, Gegenstände auszusortieren, aber dann geht es auch in andere Lebensbereiche über. Also man schaut sich seinen Alltag vielleicht genauer an. Was macht mir wirklich Freude? Was brauche ich für ein glückliches und zufriedenes Leben? Und das können nicht nur Gegenstände sein, sondern auch Menschen, Tätigkeiten, Gedanken, Gefühle. Auf Konsum verzichten, bewusster leben. Für Christine ist das auch eine Abkehr von ihrem alten Leben. Jahrelang ist sie als Reisebloggerin unterwegs. Sie entdeckt die Welt, lebt aus dem Koffer. Christine früher, die ist einfach durchs Leben gerast und hat eigentlich gar nicht mehr so wirklich alles mitbekommen und hat sich eben auch nicht gefragt, boah, ist das jetzt alles noch so richtig, was ich da tue? Eine Sinnhaftigkeit hat mir, glaube ich, gefehlt, immer dann an den Punkt. Ständig neue Eindrücke und gleichzeitig kaum Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Nach der Geburt ihrer Tochter merkt Christine, dass sie etwas ändern muss. Ich wollte eigentlich immer so einen Alltag kreieren, dass wenn ich wüsste, ich hätte jetzt nur noch eine Woche oder einen Monat zu leben, dass ich nichts ändern würde, weil alles so gut ist. Und ich glaube, das ist gerade die Sehnsucht, nach der ich strebe. Durch den gelebten Verzicht kann Friedmund seine ganze Energie einer einzigen Sache widmen. Seine Leidenschaft sind seltene Pflanzen und Kräuter, die er in seinem Garten vor dem Aussterben schützt. Die direkte Verbindung zur Erde, zu den Pflanzen, zum Land ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Abgesehen davon, dass solche feinen Tätigkeiten, das würde keine Maschine können. Ja, diese Maschinen, klar, die nehmen einem Arbeit ab, aber wir sind ja nicht dazu da, uns jetzt in die Hängematte zu legen und nur zuzugucken, was die Maschinen machen. Wir sind ja dazu da, selber Dinge buchstäblich in die Hand zu nehmen. Friedmund kultiviert die Pflanzen und gewinnt so das seltene Saatgut. Lange hat er gebraucht, um davon auch leben zu können. Ja, anfangs war erstens das Bewusstsein noch nicht da für die Wichtigkeit dieser Arbeit und entsprechend habe ich nicht so viel verkauft gekriegt. Das ist nicht ein Job, den man mal macht, um was Geld zu verdienen und dann lässt man es und macht was anderes, sondern das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Immer wieder prüft Friedmund die Qualität und Keimfähigkeit seines Saatguts. Die alten Sorten sind oft deutlich genügsamer und widerstandsfähiger. Die Samen verkauft er am Wochenende auf den Märkten in der Region. Einerseits dient es natürlich durchaus auch dem Lebensunterhalt. Aber es dient vor allem der Pflanze, den Menschen, die sie in Zukunft noch anbauen werden, dem uralten Vertrag zwischen Mensch und Pflanze, dem wir alle unsere Existenz verdanken. Friedmunds Schatzkammer. Hier lagert er das Saatgut von hunderten Heilpflanzen und alten Gemüsesorten. Viel, viel ist in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen, weil wenige Hochleistungssorten sich durchgesetzt haben und die vielen kleinbäuerlichen Landsorten, die es gegeben hat, mehr und mehr verdrängt haben. Bevor Friedmund sein Saatgut verkaufen kann, muss er die Blattreste von den Samen trennen. Das ist ein uraltes Werkzeug zum Samenreinigen. Lange Zeit habe ich zwar dieses Teil besessen, aber nicht richtig damit umzugehen gewusst. Die Kunst, das auf diese Weise zu reinigen, beherrschen heute nur noch sehr, sehr wenige Menschen. Christine ist mit ihrer Familie unterwegs zur Markthalle im Nachbarort. Eine der wenigen Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Weniger Möglichkeiten, das bedeutet weniger Verführung und dadurch auch weniger Konsum. Für spontane Lustkäufe müsste sie erst mal mit dem Auto eine Stunde in die nächste Stadt fahren.
Ich habe gemerkt, dass ich in Berlin mir oft halt Glück erkauft habe. Wenn ich einen blöden Tag hatte, ach, vielleicht da noch ein Stück Kuchen oder da irgendein Schal oder sowas. Und hier, wenn ich vielleicht mal nicht so gut gelaunt bin, was natürlich immer noch vorkommt, das ist menschlich, kann ich einen Spaziergang am Strand machen oder habe ganz andere Möglichkeiten, mich wieder besser zu stimmen und halt nicht das durch Konsum zu machen. Kannst du das Futter nehmen? Martin ist Marketingdirektor bei einer Mediaagentur. Wie Christine kann auch er seinen Job vom Laptop aus machen. Ihr Leben mit weniger Dingen soll kein Selbstzweck sein. Denn wenn sie etwas kaufen, dann ist das immer auch eine bewusste Entscheidung für etwas. Hallo, ihr Süßen. Und so haben sie sich vor anderthalb Jahren eine kleine Farm mit 5 Alpakas zugelegt. Minimalismus bedeutet ja zum einen, dass man natürlich ein bisschen weniger hat, aber man hat auch noch Dinge, die einem besonders wichtig sind. Und es geht auch darum, dann auch weniger zu haben, um weniger entscheiden zu müssen und um mehr im Moment zu sein. Und ich glaube, es ist hier sehr einfach, im Moment zu sein. Jeden Morgen müssen sie sich nun um die Tiere kümmern. Highlight ist der Samstag, wenn die ganze Familie den Tag mit den Alpakas verbringt. Das ist doch diese einfache Tätigkeit, aber so Stall misten, Heu füttern, jetzt gleich ein bisschen spazieren gehen. Sobald ich hier eigentlich auf die Weide komme, ist alles, was so im Alltag passiert ist, vergessen. Und ich bin hier, ich bin präsent, ich genieße es total. Ja, auch viel von den Tieren lernen zu können. Es ist Wahnsinn, mit welcher Stimmung ich hierher komme und wie die Tiere auch reagieren. Friedmund war nicht immer ein Einsiedler. Die ersten 14 Jahre lang lebt er hier mit seiner Frau und gründet eine Familie. Doch dann kommt die Trennung und seine Frau und die beiden Kinder verlassen das Zuhause im Wald. Ja, Kinder bringen immer Leben an einen Platz. Hier dieses Häuschen erinnert noch an die Zeit. Das war mal das Spielhäuschen meiner Kinder. Ja, ich erinnere mich noch, wie meine Kinder hier drin gespielt haben, hatten einen Kaufmannsladen drin zum Beispiel und verschiedene andere. Mein Sohn hat auch mal hier drin geschlafen. Damals war er noch so klein, dass er da reinpasste, ausgestreckt. Alwin ist Friedmunds Sohn. Heute ist er 28 Jahre alt und zu Besuch bei Papa. Hallo Alwin. Hallo. Na? Schau mal, Alwin, hier habe ich gerade ein Phänomen entdeckt. Dieses Samenkorn ist 20 Jahre alt. Ach was. Da warst du noch ein kleiner Bub und hast noch hier gewohnt. Krass, was ist das? Sommerlupine. Wow, 20 Jahre. 20 Jahre, das ist echt der Rekord. Das nach so langer Zeit was noch keimt. Die ersten 8 Jahre seines Lebens verbringt Alwin auf der Königsfarm. Heute lebt er in Berlin, kommt aber mehrmals im Jahr zu seinem Vater in den Hunsrück. Davor hat es lange keinen Kontakt gegeben. Erstmal war das ein Cut. Ich wollte raus in die moderne Welt. Und da war ich dann auch. Und die Zeit hier habe ich erstmal nicht vermisst. Ich habe mich ja auch lange nicht hier gemeldet. Heute vermisse ich das Gelände, wenn ich nicht hier bin, und die Freiheiten, die der Ort mir bietet. Damals habe ich die Freiheiten nicht vermisst. Ich habe damals die Möglichkeiten der normalen Welt vermisst. Und die habe ich dann erstmal ausgeschöpft. Wir müssen nämlich den hier abziehen. Und deshalb müssen wir die ganze Vorderachse müssen wir nach vorne abziehen quasi. Okay. Genau. Friedmund ist noch skeptisch. Wenn Alwin kommt, hat er meist eine neue Idee im Gepäck. Diesmal einen alten Traktor, der die Arbeit erleichtern soll. Doch erst muss Alwin das Fahrzeug zum Laufen bringen. Naja, mein Vater braucht keinen Komfort. Der hat ihn noch nie gebraucht, der findet ihn auch nicht toll oder so, aber ich will es etwas vereinfachen. Nicht zu viel, aber etwas ist eben schon gut. Ich will ein bisschen mit der Zeit gehen, aber dass der Ort so ist, wie er ist, das ist auch richtig so. Und das will ich auch nicht verändern. Ja.
Reicht das so schon? Naja, oder? Ich denke, den kriegt man jetzt ab. Plötzlich Veränderung. Obwohl es doch 30 Jahre auch so ging. Also die Technik ist mir schon sehr fremd, muss ich sagen. Ist eine völlig andere Welt. Ich meine, einige Sachen sind sicherlich auf jeden Fall hilfreich. Trotzdem, ja, setze ich auch manchmal Grenzen. Manchmal geht es mir schon auch ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Alwin sieht, dass sein Vater älter wird und will seinen Alltag einfacher machen. Doch wie viel Veränderung kann Friedmund überhaupt zulassen? Ja, lass es uns erstmal so lassen. Seit Christine ihren Alltag minimalistisch ausrichtet, hat sie nicht nur mehr Klarheit gewonnen, sagt sie, sondern auch mehr Zeit für sich und ihre Familie. Für Tochter Alma baut sie in den Sommermonaten ein Spielzelt im Garten auf. Kannst du es hochhalten? Danke. Ein eigenes Kinderzimmer hat Alma nicht. Wenn du das zusammenbaust. In meiner Erfahrung ist es eigentlich so, dass die Kinder die meiste Zeit auch da sind, wo die Eltern sind und auch immer gerne da spielen. Dass ein eigenes Kinderzimmer jetzt eigentlich nicht so einen großen Nutzen hat. Vor allem hier, wo das Wetter auch so gut ist und man eh in der Regel draußen ist und gar nicht so viel innen drin. Irgendwie ist es ja schon so, dass wir alle auf unsere Bedürfnisse achten. Und wenn Alma dann sagt, hey, sie hätte gern auch mal so einen Raum für sich, dann versuchen wir halt eine Möglichkeit zu finden, wie mit dem Zelt jetzt. So, das richten wir jetzt gleich wieder ein, ja? Doch bevor das Zelt eingeräumt wird, soll Alma noch mal Kuscheltiere aussortieren. Gut. Packen wir alles auf den Tisch. Auch die Fünfjährige soll lernen, sich von Dingen zu trennen, die sie nicht mehr benutzt. Kann das vielleicht verschenken oder so. Was ist damit? Das kann weg? Nee. In den Kopf, okay. Ich glaube, es ist ganz gut, schon von klein auf das Loslassen zu lernen oder auch zu sehen, hey, ich muss nicht alles behalten oder es gibt Dinge, die ich wieder hergeben kann. Ja, ich glaube, sie ist noch zu klein dazu, um wirklich das, wie viel habe ich und wie viel haben andere und das ist Minimalismus zu verstehen. Ich glaube, es geht einfach nur darum, ihr vorzuleben, dass wir regelmäßig aussortieren, dass wir Dinge verschenken. Aber das ist immer alles ohne Druck. Sie muss gar nichts. Aber wenn sie jetzt ein paar Stofftiere hergeben möchte, um Platz zu haben, auch vielleicht für neue Dinge, dann ist es natürlich schön. Das Spielzelt ist schnell eingerichtet. Spielsachen und Krimskrams. Bereits bei der kleinen Alma ist das sehr übersichtlich. Den Blitz neben einem Baum. Ja, ich glaube, je weniger die Kinder haben, desto kreativer werden sie. Und desto mehr lassen sie sich einfallen. Man braucht gar nicht immer alles aus Plastik oder Gegenständen. Aber klar, ich verstehe auch, dass Kinder das haben wollen. Und sie hat ja auch Plastikspielzeug. Und wir sagen jetzt auch nicht zu allem Nein, sondern ganz gut überlegen, was willst du? Und auch solche Wünsche über einen längeren Zeitraum beobachten. Also es gibt eine Wunschliste zum Geburtstag und zu Weihnachten. Und immer wieder frage ich, was steht denn da noch drauf? Und manche Dinge verschwinden und manche Dinge bleiben aber ganz, ganz lange. Und dann wissen wir, okay, das ist wirklich ein ernster Wunsch. Das ist schon viel Kleinzeug, aber das halte ich aus. Ja, wollen wir noch mal aussortieren? Nee, das will ich aber alles haben. Ja. Alwin kennt beides. Die Kindheit auf dem Aussteigerhof und die Möglichkeiten der modernen Welt. Heute studiert er in Berlin erneuerbare Energien. Mit einer Wärmebildkamera will er seinem Vater zeigen, wo das Haus besser gedämmt werden kann. So, du hast hier die Bilder? Genau. Die wollte ich dir mal zeigen. Mhm. Über dem Fenster siehst du diesen kleinen roten Fleck. Da kommt auch schon ganz ordentlich Wärme raus, muss ich sagen. Ja, also ich finde das schon interessant zu sehen, wo sind noch Wärmebrücken, wo geht möglicherweise noch Wärme verloren, wo könnte man eventuell noch was verbessern. Ich versuche mit möglichst wenig Eingriff in die Art des Lebens hier das Leben trotzdem lebenswerter zu machen. Über Details lässt sich durchaus sprechen, aber eine grundsätzlich andere Perspektive einzunehmen, sehe ich jetzt nicht als nötig.
weil es mir mit der Perspektive, die ich habe, durchaus gut geht. Vater und Sohn. Manchmal ein Clash der Kulturen, dann wieder Teamarbeit. Nach einem Sturm will Friedmund einen großen Ast absägen, der sonst zu fallen droht. Würden wir es so kriegen? Es vibriert auch ziemlich gerade. Oh, hier hat man einen schönen Blick übers Tal, übers Moseltal. Aus heutiger Sicht bin ich doch froh, eine andere Perspektive zu kennen als der Rest der Welt. Ich habe damals eben gelernt, dass es nicht so viel braucht, wie unsere Gesellschaft das propagiert. Unsere Gesellschaft sagt, du brauchst eine Zentralheizung, du brauchst 50 Quadratmeter, einen dicken Fernseher und ein teures Handy. Und ich habe hier gelebt und hatte nichts davon. Und es geht auch. Christine empfindet den minimalistischen Neuanfang in Portugal als Bereicherung für die ganze Familie. Doch was passiert, wenn Alma älter wird und aus dem Kind eine Teenagerin mit anderen Bedürfnissen? Meine Hoffnung ist, dass Alma sich das bei uns abschaut und das so kennenlernt, wie wir leben, das für gut empfindet und das dann selber auch macht, wenn sie mal erwachsen ist oder Jugendliche ist. Dass sie sich nicht so diesem gesellschaftlichen Konsumdruck hingibt. Okay. Oh, cool. Ich glaube, wichtiger als ihr so diesen Minimalismus mitzugeben, ist ihr mitzugeben, dass sie nichts anderes braucht, um glücklich zu sein, sondern dass so die Zufriedenheit aus ihr selbst herauskommen soll und nicht von Gegenständen oder was andere haben oder ja, was man haben soll, was einem die Gesellschaft vorgibt, abhängig ist. Friedmunds asketischer Lebensstil hat sich inzwischen herumgesprochen. Junge Menschen wollen ehrenamtlich bei ihm anpacken. Einer von ihnen ist Kai, der sein freiwilliges ökologisches Jahr auf Friedmunds Hof absolviert hat und geblieben ist. Ja, Friedmund hat mir gezeigt, wie es gehen kann. Ja. Die Natur und der Ort hat auch mein Herz geöffnet. Und das Feuer entfacht, auch weiterzugehen, diesen unkonventionellen Weg. Dank für die Pflanzen, die sich herschenken, damit wir satt werden. All das Licht, das in diese geflossen ist, möge es auf unsere Körper übergehen und dazu beitragen, uns zum Leuchten zu bringen, auf dass wir Licht werden, zum Wohle aller. Friedmund ist heute so etwas wie ein analoger Influencer. Seine Reichweite mag gering sein, aber sein positiver Einfluss dafür umso größer. Machen wir hier das Stück, ne? Diesen Streifen. Als ich angefangen habe vor mehr als 30 Jahren, da haben wenige Menschen auch ein Verständnis dafür gehabt für diese Lebensweise. Mittlerweile hat sich da eine Menge getan und ja, immer mehr Menschen wünschen sich so etwas und der ein oder andere fängt auch tatsächlich an damit. Wenn ich das tue, was meiner Bestimmung entspricht, dann bin ich glücklich damit und dann habe ich auch genug Kraft und Energie dafür. Nur wenn ich Dinge mache, die nicht meiner Bestimmung entsprechen, dann habe ich auch nicht Kraft dafür. Und vielleicht ist das auch Friedmunds Geheimnis. Der Verzicht auf materielle Güter und die Hingabe zur Natur. Das ist wahrer Luxus. Die Bezeichnung Minimalismus finde ich nicht so wirklich zutreffend für mich. Ich lebe schon bewusst auch in der Fülle. Aber die Fülle von dem, was ja, das eigentlich Menschliche ist. Viele Menschen bezeichnen mich als Aussteiger. Ich sehe mich im Gegenteil als Einsteiger in das wahrhaftige Leben.
So.